Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Hartmut Koch, ich bin der leitende Oberarzt in der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik in der Asklepios-Klinik Hamburg-Altona. Wir sprechen heute über Luftröhrenschnitt bzw. Kehlkopfentfernung und welche Folgen die betroffenen Patienten davon tragen. Bitte starten mit der Präsentation. Im Einzelnen besprechen wir folgende Punkte: einmal die Anatomie und die Physiologie des Kehlkopfes, damit alle verstehen, welche Aufgaben der eigentlich übernimmt und welche Folgen es hat, wenn man ihn entfernt. Welche Ursachen gibt es, die dazu führen, dass ein Luftröhrenschnitt angelegt werden muss, beziehungsweise der Kehlkopf entfernt werden muss? Dann die Therapie an sich, Beispiele, welche Möglichkeiten des Luftröhrenschnittes es gibt. Und auch der Kehlkopfentfernung und wie das Leben dann für die Patienten danach aussieht. Das ist ein Muss, es gibt hier keinen Interessenskonflikt und die Inhalte dieser Präsentation sind ausschließlich für die Präsentation gedacht und sollen bitte nicht kopiert und anderweitig eingesetzt werden. Steigen wir auch gleich ein in die Anatomie. Das Besondere ist, dass der Luft- und der Speiseweg im oberen Anteil gemeinsam gelegen ist. Das heißt, beim Schlucken muss der Kehlkopf, das ist eine seiner Funktionen, den Atemweg abschließen, dass keine Speise oder Nahrung in die Luftröhre und damit in die Lunge geraten kann. Sollte das geschehen, führt das zu einer Entzündungsreaktion, zu einer Lungenentzündung, die potenziell auch mal tödlich sein kann für Patienten, die ohnehin vorerkrankt sind. Wir schauen hier von der Seite auf einen aufgeschnittenen Kopf, wenn man so möchte. Das ist die Zunge. Hier kommt der Kehldeckel, das ist der obere Teil des Kehlkopfes, der schließt sich beim Schluckvorgang und dichtet hier die Luftröhre ab. Und der Speiseweg ist hier hinten. Auf der anderen Seite ist das Bild nochmal von vorne gezeigt. Der Schildknorpel beim Mann, sogenannter Adamsapfel, ist doch recht prominent zu erkennen. Darunter dann der Ringknorpel und daran schließt sich die Luftröhre an mit 16 hufeisenförmigen Knorpelspangen, die dann in der Lunge später münden. Dieses Bild habe ich Ihnen mal gezeigt, damit Sie erkennen können, wie komplex doch das Ganze aufgebaut ist, wie viele Muskeln an dem Schluckakt beteiligt sind und auch an dem Sprechen. Und daraus ergibt sich auch, wenn das durch Entzündungen oder Operationen oder sonstige Verletzungen verändert wird, diese Situation, welche Folgen das für diese feine Physiologie haben kann. Der Kehlkopf selbst wird unterteilt in drei Etagen. Das ist der Bereich oberhalb der Stimmlippenebene, die sogenannte Supraglottis mit dem Kehldeckel. Dann im mittleren Bereich die Stimmlippenebene, sogenannte Glottis. Und unterhalb der Stimmlippenebene die Subglottis. Hier geht es dann wieder in die Luftröhre. Das ist eine Aufnahme von der Endoskopie. In Wirklichkeit sieht es nämlich dann so aus, das ist der Kehldeckel von oben betrachtet, hier ist vorne, hier ist hinten, das sind die Stimmlippen, aktuell in einer Sprechstellung, die beiden Stellknorpel und hier hinten geht es in die Speiseröhre. Welche Aufgaben hat der Kehlkopf? Der Kehlkopf ist einerseits funktionell ein Tongenerator, er verleiht uns die Stimme. Und zum Zweiten ist er ein Ventil, welches während der Atemphase die Luft durchlässt und wenn wir schlucken, den Atemweg wasserdicht abschließt. Kommt es zu Störungen der Kehlkopffunktion, ist sowohl das Schlucken sowie die Stimmbildung häufig gestört. Das mündet dann in einer Dysphonie oder Aphonie, das heißt eine Heiserkeit wäre eine gestörte Stimmbildung. Aphonie heißt, man hat gar keine Stimme mehr. Es kann zu einer Luftnot führen, zum Verschlucken, einer Dysphagie oder auch zu einem Einatmen von Speise.
Den Herrn kennen Sie vielleicht alle. Man stelle sich vor, der hätte nicht diese wunderbare Stimme gehabt. Das soll letztlich ein Beispiel dafür sein, wie wichtig Stimme für unser alltägliches Leben ist und welche Probleme auftauchen, wenn man die Stimme nicht hat. Jetzt sehen wir das erste Video. Das ist eine Endoskopie. Wir haben hier kleine Endoskope, die durch die Nase in den Nasenrachen eingeführt werden und dann blickt man von oben auf den Kehlkopf. Bedauerlicherweise haben wir den Ton nicht, aber ich kann es Ihnen ja verraten, es wird Hi gesagt die ganze Zeit und zwar immer, wenn die Stimmlippen zusammenkommen und dann sieht man die Vibration der Stimmlippen, aus denen dann wiederum der Ton generiert wird. Mal eins weiter. Die Stimme wird derart generiert durch die Luft in den Lungen, die Ausatemluft, das ist wie ein Windkesselsystem, durch das Ausatmen und das Zusammenführen der Stimmlippen, so wie es hier auf dieser Abbildung zu sehen ist, wird die Luft durch die Stimmlippenebene gepresst und dieser Luftstrom führt dazu, dass die Stimmlippen in Vibration versetzt werden und ein Ton generiert wird. Und der Mundrachenraum ist dann letztlich das Ansatzrohr als Klangkörper und durch Bewegung von Mund und Zunge werden aus dem Klang dann Laute. Und so ist es uns möglich zu sprechen. Hier als Beispiel aufgezeichnet, während der Atemphase sind die Stimmlippen geöffnet, das ist dieses Dreieck, die Luft kann ungehindert ein- und ausströmen. Wenn wir sprechen, schließen sich die Stimmlippen und die Luft wird mit Druck durch die Stimmritze durchgeführt. Das ist das, was ich eben erklärt habe. Hier ein Beispiel für eine einseitige Lähmung der Stimmlippen. Einmal in Atemstellung, also hier ist das rechte Stimmband, diese Seite ist gelähmt, das steht in sogenannter Paramedianstellung und wenn gesprochen wird, dann kommt das linke Stimmband schön zur Mitte und das rechte bleibt in dieser Position stehen oder fast stehen. Und hier ist eine beidseitige Stimmlippenlähmung zu sehen. Da wären wir schon bei einer Ursache, die möglicherweise mal einen Luftröhrenschnitt vonnöten macht. Hier sind beide Stimmlippen gelähmt und der Atemspalt ist deutlich eingeengt im Vergleich zu einem Normalbefund. Patienten, die dauerhaft eine beidseitige Stimmlippenparese haben, leiden häufiger und manchmal auch nachhaltig dann unter Luftnot, sodass man entweder hier eine Erweiterungsoperation machen muss oder vorübergehend auch einen Luftröhrenschnitt anlegen muss. Zweite Funktion des Kehlkopfes ist das Schlucken. Das Schlucken verläuft in insgesamt vier Phasen. Die ersten beiden Phasen sind willentlich beeinflussbar. Also wir nehmen Speise in den Mund, zerkauen die und bereiten dann den Schluckvorgang vor. Das ist die orale Phase. Von der vorderen Zunge wird der Speisebrei zur hinteren Zunge transportiert. Und wenn dann einmal der Schluckvorgang ausgelöst wird, ist das wie ein Reflex, sodass dann die dritte und vierte Phase, pharyngeale und ösophageale Phase, laufen nicht mehr beeinflussbar. Während des Schluckvorgangs wird der Kehlkopf angehoben, der Kehldeckel wird durch den Zungengrund nach unten gedrückt und verschließt hiermit den Atemweg. Es kann nichts in die Luftröhre gelangen und der Speisebrei rutscht hinter dem Kehlkopf in die Speiseröhre. Durch anatomische Veränderungen, zum Beispiel nach Operationen oder durch Nervenerkrankungen, kann es eben passieren, dass dieser Schluckvorgang gestört ist, der Kehlkopf nicht mehr vollständig abdichtet und dann Speise in die Lunge gerät. Ne? Man glaubt es kaum, aber wir schlucken am Tag so um die 1000 Mal fehlerfrei, ohne drüber nachzudenken. Unsere Patienten, die damit Probleme haben, die merken erstmal, was das bedeutet, ne? Wenn man dann plötzlich das nicht mehr kann. Welche Bedeutung haben Stimme und Schlucken?
es ist Lebensqualität. Also die Stimme ist das Ausdrucksmittel des Menschen. Wenn man mal gezwungen ist, nur eine gewisse Zeit nicht zu sprechen, dann fühlt man sich, glaube ich, nur wie ein halber Mensch. Man kann nicht mehr verbalisieren, was man empfindet. Es ist Ausdrucksart von Freude, Trauer und Wut. Ein Patient hat mal berichtet, er war nach Kehlkopfentfernung dann wieder zu Hause nach einer Weile und er hatte ein akutes Problem, wollte jemanden rufen, aber er konnte gar nicht sprechen. Also er konnte noch nicht mal telefonieren, sodass er dann zu den Nachbarn gegangen ist, geklopft hat und die haben für ihn dann den Rettungswagen angerufen. Also das ist schon ein deutlicher Einschnitt im Leben. Bernard Shaw hat gesagt, im rechten Ton kann man alles sagen, im falschen nichts. Und stimmlose Menschen leiden deutlich häufiger an Depressionen und sozialer Isolation. Deshalb kommen wir eigentlich zum weiteren Punkt der Präsentation. Es ist so wichtig, dass es auch nach Kehlkopfentfernung eine Rehabilitation der Stimme gibt. Hier nochmal ein paar Beispiele für Erkrankungen, die einen Luftröhrenschnitt oder womöglich eine Entfernung des Kehlkopfes notwendig machen. Hier ist eine Larynxpapillomatose gezeigt, ein durch das humane Papillomavirus ausgelöste Erkrankung, die dann diese beerenartigen Geschwulste bilden. Die kann man operativ entfernen, haben leider die Eigenheit, dass sie gerne und häufig wiederkommen. Meist sind die gutartiger Natur, können aber auch bösartig sich verändern. Problematisch ist einfach, dass sie an einer sehr ungünstigen Stelle hier, nämlich der engsten Stelle des Atemweges, wachsen und dann diesen so einengen können, dass der Patient droht zu ersticken. Auf der anderen Seite ist ein Bild einer Zyste des Kehldeckels. Der Kehldeckel ist hier so richtig eingefaltet und darauf sitzt dann diese ganz schön große, es war Tischtennisball groß, die Zyste, auf. Und der Patient hat sich gewundert, warum er so schlecht Luft bekommt, wollte eigentlich die Nasenscheidewand korrigiert haben. Beim Blick in die Nase war die aber ziemlich gerade, sodass wir dann nochmal weitergesucht haben und dann dieses Bild gefunden haben. Nach Entfernung der Zyste ging es ihm deutlich besser und er musste keinen Luftröhrenschnitt kriegen. Auf der linken Seite eine akute Entzündung. Das ist eine Entzündung des Kehldeckels. Man sieht hier vor allem Speichel. Das deutet darauf hin, dass dieser Patient es schon gar nicht mehr schafft, seinen Speichel zu schlucken. Ein richtiger Speichelsee. Und der Kehldeckel, den wir eben als ganz schlank gesehen haben, der ist hier aufgedunsen und hier vorne hat sich so eine richtige Eiterhöhle gebildet. Auch dieser Patient musste notfallmäßig operiert werden und mit Entlastung des Abszesses und einer vorübergehenden Sicherung des Atemweges durch eine Intubation ist es dann abgeheilt. Diese Patientin hat eine Stenose unterhalb der Stimmlippenebene. Sie erinnern sich an die Bilder, die ich zu Beginn gezeigt habe mit der Anatomie. Also hier ist die Stimmlippenebene, das ist der Bereich darunter. Da geht es in die Luftröhre und die Öffnung in die Luftröhre ist auf dieser Höhe deutlich eingeengt. Ursache kann man bei ihr nicht vollständig nachvollziehen. Sie hatte weder ein Trauma, noch war sie längerfristig beatmet gewesen. Wir haben es bisher geschafft, durch immer wiederkehrendes Aufdehnen dieser Stenose sie vor einem Luftröhrenschnitt zu bewahren. Sollte das aber weiter voranschreiten, dann wäre das möglicherweise zumindest vorübergehend, bevor man dann dieses Segment entfernt, notwendig, ihren Luftröhrenschnitt anzulegen. Hier sehen wir ein Beispiel für einen Kehlkopfkrebs, der sich auf dem Stimmband auf der rechten Seite, das ist einmal seitenverkehrt, auf der rechten Seite gebildet hat und auch schon größtenteils den Eingang in die Luftröhre verlegt. Dieser Patient musste den Kehlkopf entfernt bekommen. Und auch auf der Seite hier haben wir einen Krebs aus dem tieferen Schlund, der zumindest zu einer Begleitentzündung und Schwellung des Kehlkopfes führt. Dazu sehen wir gleich auch nochmal ein Video. Da erkennt man nämlich, dass die Stimmlippe auf der linken Seite sich auch schon nicht mehr bewegt, weil der Tumor in den Kehlkopf hineinwächst. Haben wir das Video bitte?
Gleiche Situation. Wir gehen mit dem Endoskop durch die Nase, gucken jetzt vom Nasenrachenraum hinter dem Zäpfchen nach unten und dann von oben auf den Kehldeckel. Der Kehldeckel ist gerötet, der ist so ein bisschen eingerollt. Und dann kann man hier in diesem Bereich erkennen, da wächst ein Geschwulst. Das ist der Raum neben dem Kehlkopf und der wächst schon in den Kehlkopf hinein. Und die rechte Stimmlippe, die bewegt sich hier noch ganz schön, da. Und die linke, die ist fixiert, würde man sagen. Auch das deutet dann darauf hin, dass der Kehlkopf letztlich, wenn man den Patienten operiert, entfernt werden muss, komplett, um den Tumor auch vollständig loszuwerden. Die Beispiele haben Sie ja gerade gesehen, weshalb ist ein Luftröhrenschnitt notwendig. Es können dafür auch Verletzungsfolgen verantwortlich gemacht werden. Zum Beispiel hatten wir mal eine Patientin, die ist von ihrem Pferd getreten worden gegen den Kehlkopf. Der Kehlkopf ist zerbrochen, die innere Schleimhaut ist abgerissen und die hat akut auch geblutet, sodass sie drohte zu ersticken. Da mussten wir notfallmäßig einen Luftröhrenschnitt anlegen oder nach größeren Autounfällen kann es manchmal sein, dass auch die Luftröhre vom Kehlkopf abreißt. Patienten, die aufgrund einer anderen Grunderkrankung längere Zeit beatmet werden müssen, erhalten häufig einen Luftröhrenschnitt. Beispielsweise jetzt auch in der Corona-Pandemie. Patienten, die längerfristig beatmet werden, haben einen Luftröhrenschnitt. Patienten, die aufgrund von neurologischen Grunderkrankungen einen gestörten Schluckvorgang haben und permanent ihren Speichel oder auch Speise dann die Luftröhre bekommen und anhand einer Lungenentzündung dann bedroht sind zu sterben, die kriegen häufig ein Tracheostoma. Es gibt eben noch andere Erkrankungen, die den Atemweg kompromittieren, wie zum Beispiel Fehlbildung oder Entzündung, diese Zyste, die wir eben hatten. Blutung, Tumore natürlich, ne? Dann die Lähmung des Stimmbandes und im Rahmen von Tumoroperationen ist es teilweise notwendig, einen Luftröhrenschnitt anzulegen, um den Atemweg zu schützen, falls es postoperativ zu einer Schwellung oder zu einer Blutung kommt. Man unterscheidet insgesamt zwei verschiedene Arten, einen Luftröhrenschnitt anzulegen. Das ist einmal die Dilatation. Dabei wird von außen mit einer Nadel die Luftröhre punktiert. Und dann entlang dieses Punktionskanals werden unterschiedliche Dilatatoren eingeführt, die dann einen Kanal formen, über den ein Beatmungsröhrchen eingesetzt werden kann. Das macht man häufig auf Intensivstationen, ist eigentlich ein relativ schneller und eleganter Eingriff. Der Nachteil ist, sobald man das Atemröhrchen rausnimmt, drohen diese Schichten, die vorher nur aufgedehnt wurden, wieder übereinander zu rutschen und das Loch ist zu. Sollte der Patient in diesem Falle dann über normalen Wege keine Luft bekommen, könnte er ersticken. Diese Punktionstracheostomata legt man vor allem bei Patienten an, von denen man glaubt, dass sie nur vorübergehend diesen Luftröhrenschnitt brauchen. Das Tracheostoma, das wir in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in der Regel anwenden, ist das chirurgische Tracheostoma. Das ist eine kleine Operation. Dabei wird die Luftröhre einmal frei präpariert. Die Schilddrüse, die da überliegt, wird in der Mitte durchtrennt. Und man näht dann die Haut direkt an die Luftröhrenwand, sodass man einen stabilen Kanal hat, der auch längerfristig, wenn man die Trachealkanüle entfernt, nicht kollabiert, sondern offen bleibt und auch pflegerisch leichter zu handhaben ist. Das sind Beispiele von Trachealkanülen. Patienten, die häufig aspirieren, also Speise oder Speichel in die Luftröhre bekommen, haben Kanülen mit einem Ballon am Ende. Diesen Ballon kann man über den sogenannten Cuff aufpusten, sodass, wenn das hier in der Luftröhre steckt, wie es da gezeigt ist, an diesem Cuff vorbei eigentlich keine Aspiration, kein Speichel oder Nahrung fließen kann. Und dann wird die Luft von hier außen eingeatmet und
kommt hier in die Lunge und die Ausatemluft geht denselben Weg wieder zurück. Wenn die Patienten nicht das Aspirationsproblem haben, dann können sie auch Kanülen tragen, die keinen Ballon hier unten haben, also sogenannte ungeblockte Kanülen. Und da gibt es welche, die an ihrem Ansatz vorne auch ein Ventil haben, sodass der Patient ungestört einatmen kann. Beim Ausatmen klappt das Ventil zu und die Luft wird durch ein Loch hier oben in der Kanüle wieder auf normalem Wege durch die Stimmlippenebene und den Mund ausgeatmet. Das heißt also, ein Patient mit einem Luftröhrenschnitt ist nicht gleichzeitig stimmlos oder automatisch stimmlos, sondern es hängt von der Kanüle ab, die er trägt und von seiner individuellen Erkrankung. Allen gemeinsam ist letztlich, dass die Luft, die sie einatmen, nicht mehr durch die Nase und durch den Mund gefiltert und angewärmt und befeuchtet werden wird, sondern dass das eben über diesen Kurzschluss hier erfolgt. Weshalb ist eine Kehlkopfentfernung notwendig? Das hatte ich Ihnen anhand der Bilder und des Videos auch schon angedeutet. Also es gibt Kehlkopftumore, die so weit fortgeschritten sind, dass eine Heilung, falls sie operativ erfolgen soll, nur möglich ist, wenn man den ganzen Kehlkopf entfernt. Dabei wird die Luftröhre, die dann verbleibt, an die Haut, an die Halshaut angenäht und stellt damit dann den Anfang und das Ende des Atemweges dar. Also es wird keinerlei Luft mehr durch die Nase oder den Mund eingeatmet. Nase und Mund, beziehungsweise der Mund, sind dann letztlich nur noch für den Speiseweg da und der Atemweg beginnt an der Halshaut. Ein Verschlucken ist damit ausgeschlossen, weil eben die Wege voneinander getrennt sind. Der Schlundschlauch muss nach der Operation oder während der Operation erstmal rekonstruiert werden. Das ist wie eine aufgeschnittene Röhre. Die wird vernäht. Nach der Operation muss der Patient dafür 14 Tage lang nichts essen, dann kann auch nicht sprechen zu Beginn. Er hat eine Magensonde einliegen, über die er ernährt wird. Und erst wenn man sieht, dass der Schlundschlauch wieder vollständig verheilt ist, darf mit dem Kostaufbau begonnen werden. Ich hatte es vorhin ja schon mal angedeutet, also wie wichtig die Stimme ist für unser soziales Leben. Und entsprechend waren Leute, findige Mediziner dabei, eine Stimmrehabilitation möglich zu machen. Ich gehe darauf gleich nochmal näher ein. Diese Tabelle fasst es mal zusammen. Was bedeutet das, wenn ich keinen Kehlkopf mehr habe? Also die Trennung von Luft und Atemweg, Luft und Speiseweg hatte ich schon angesprochen. Wir haben unseren Stimmgeber verloren. Dafür brauchst du eine Ersatzstimme. Das Husten zum Beispiel oder eine Bauchpresse sind gar nicht mehr möglich, weil die Luft ja hier vorne einfach entweicht. Das funktioniert letztlich nur, wenn man das Loch dann zuhält. So Sachen wie Schnarchen, Gurgeln, das ist gar nicht mehr möglich. Über den Mund wird nicht mehr geatmet. Das Sprechen ist noch möglich, wenn man Luft in den Mundraum bekommt. Gehe ich nachher nochmal drauf ein. So Sachen wie Lachen, es wäre tonlos. Dann Pfeifen ist kaum noch möglich. Schlürfen, vielleicht für den einen oder anderen sehr wichtig, ist auch nicht mehr möglich. Saugen ist nicht mehr möglich und die Funktion der Nase ist eigentlich vollständig ausgesetzt. Also das Einatmen über die Nase ist nicht möglich, Anfeuchten ist nicht möglich, Nasenschneuzen ist nicht mehr möglich, gibt es keine Luft für, das Erwärmen der Luft ist nicht mehr möglich. Das Riechen ist nur noch passiv möglich, also aktiv Luft einzusaugen, an etwas zu schnuppern, geht nicht mehr, man kann passiv noch riechen. Der Geschmackssinn, der rein gustatorische Geschmackssinn ist unverändert, also das, was auf der Zunge stattfindet, aber die Kombination aus Riechen und Schmecken, was ja eigentlich so dieses diffizilere Wahrnehmen von Geschmack und Geruch darstellt, ist nur noch eingeschränkt möglich. Die Patienten beschäftigt der tägliche Umgang mit dem Tracheostoma, das ist letztlich wie Zähneputzen, Routinen, die man im Alltag schon aufgenommen hat, so muss man auch das Tracheostoma täglich pflegen.
die Haut um das Tracheostoma reagiert auf dieses feuchte Milieu, weil natürlich da auch viel Sekretschleim rausläuft. Die ist gerötet, die muss gepflegt werden. Die Patienten müssen überall, wo sie hingehen, eigentlich ein Absauggerät anbei haben, zumindest in der Anfangsphase, wo sie doch noch vermehrt Schleim produzieren. Dann im Verlauf schaffen sie das durch Abhusten und Abwischen ganz gut auch ohne Absauggerät. Man muss immer eine Ersatzkanüle dabei haben, Klebepflaster, und die Funktion der Nase wird letztlich kompensiert, ersetzt durch so kleine Filterkassetten. Und da müssen immer eine ausreichende Anzahl Kassetten dabei sein, falls die mit Schleim verklebt sind, dass man die wechseln kann. Jetzt kommen wir zur Stimmrehabilitation. Da gibt es drei verschiedene Methoden. Das heutzutage am weitesten verbreitete ist der Einsatz einer Stimmprothese, sofern es in der Operation möglich ist, von der Anatomie und der Gegebenheit des Tumorwachstums. Setzt man bereits bei der Primäroperation eine Stimmprothese ein, die eine Fistel darstellt zwischen Luft- und Speiseröhre. Der Patient atmet die Luft hier vorne über die Luftröhre ein und während der Ausatmung wird das Loch hier vorne verschlossen und ein in eine Richtung gerichtetes Ventil lässt die Luft durch leichtes Drücken, Pressen, hier durch in die Speiseröhre und durch Schwingung der Schleimhaut hier oben und durch Bewegung der Zunge ist eine Artikulation wieder möglich. Das funktioniert recht gut. Ich habe mal ein bisschen die Literatur durchforstet. Also 80-90% der Patienten nach Kehlkopfentfernung schaffen es, nach einer gewissen Übungsphase mit dieser Stimmprothese eine Ersatzstimme zu bilden. Und der Klang dieser Stimme ist durchaus annehmbar, ist gut verständlich. Früher noch häufiger gesehen, mit einem starken Stigma belegt, ist dieser Elektrolarynx, ist eine sehr robotische Stimme. Vorteil ist, man kann den sofort einsetzen. Es bedarf eigentlich wenig Übung dafür. Nachteil ist die Stimmqualität. Also sie sind schwer zu verstehen. Es gibt keine Höhen. Die Lautstärke, ja, kann man ein bisschen verändern, aber ist eigentlich keine besonders schöne Art des Sprechens. Hat aber trotzdem seine Berechtigung, eben für Patienten, wo es mit dieser Stimmprothese vielleicht nicht klappt oder nicht in Frage kommt. Und eben, weil es so kurzfristig anwendbar ist. Also ein Telefonanruf im Notfall kann man mit diesem Gerät doch machen. Und auch eher eine Sache, die früher häufiger angewendet wurde, ist die sogenannte Ructussprache oder Rülpssprache. Dabei verschlucken die Patienten letztlich Luft und rülpsen sie wieder nach oben. Durch dieses Luftentweichen kommt es auch zu einer Vibration der Schleimhaut und es kann gesprochen werden. Diese Stimme ist bei manchen, die das richtig gut können, sehr annehmbar, bedarf aber einer langen Übungsphase und führt nicht zu einem flüssigen Sprechen. Da ist das nochmal zusammen aufgenommen. Die Stimmprothese wurde in den 70er Jahren von einem Dr. Singer und einem Herrn Blom entwickelt oder eingeführt und ist heutzutage eigentlich der Goldstandard. Hier ist nochmal erklärt, wie die Physiologie hier ist. Also der Patient atmet ein, die Luft geht in die Luftröhre. Beim Ausatmen wird das Loch hier verschlossen und die Luft wird durch das Ventil hier in den Speisewegetrakt gepustet. Und hier bildet sich eine Art neue Stimmritze durch das Schwingen der Schleimhaut und der Bewegung der Zunge können Töne entstehen. Hier ist so eine Prothese mal gezeigt. Die müssen so alle 3 Monate bis ein Jahr ungefähr halten die, da müssen die gewechselt werden. Das kann man am wachen Patienten machen. Man kann diese Prothesen in der Regel sehen, wenn der Patient vor einem sitzt. Und durch ein ganz pfiffiges Einbringsystem kann man die dann wechseln. Manchmal werden die undicht oder der Ventilmechanismus funktioniert nicht mehr gut und dann muss man das einmal austauschen.
Jetzt zeige ich Ihnen ein Video von einem Patienten, der aufgrund eines Tumorleidens am Kehlkopf seinen Kehlkopf entfernt Danke, dass Sie bekommen sich hat. bereit erklärt haben. Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben. Übertragen Sie mal. Berichten Sie doch bitte einmal darum, dass Sie operiert wurden, warum was Sie gemacht operiert wurde. wurden, was gemacht wurde. Ich habe sehr schlecht Luft bekommen. Ich habe sehr schlecht Luft bin daraufhin zum Arzt. Bin daraufhin nach zum Arzt. MRT. Nach einem MRT-Tumor gesehen, der die Luftröhre abgedrückt. Der die Luftröhre abgedrückt. Daraufhin bin ich ins Krankenhaus. Daraufhin bin ich ins Krankenhaus. Der Tumor wurde entfernt am 3. Juli. Entfernt am 3. Juli. Genau, das hätte ich ergänzt jetzt noch. Also der Tumor, der ergänzt saß noch. Also der Tumor im Bereich des Kehlkopfes. Der Kehlkopf war schon ummauert, umwachsen. Da ist die einzige Möglichkeit, den Tumor loszuwerden, dann bestand, dass man den Bestand entfernt hat. Das war im Juli diesen Jahres. 3. Juli ja. 2020. Ging es dann weiter? Ab wann wurde die Stimmprothese verwendet? Stimmprothese wurde gleich bei der Operation eingesetzt. Die ersten 10 Tage nach der Operation habe ich weder gegessen, noch gesprochen. Also, es gab Nahrung, also die Nase, gab Nahrung, war ich die Nase. Und der Rest war im Schweigen. Und der Rest war im nach Schweigen. 10 Tagen. Und nach 10 Tagen. Breites, da ist das, glaube ich, mein Schluck. Mal ein wenig Kontrastflüssigkeit. Mal ein wenig Kontrastflüssigkeit. Und der Alkohol sieht dann, und der Alkohol sieht dann, und alles. Das war bei mir der Fall. Das war bei mir der Fall. Und da hat man mit einem Blaseball die Stimmprothese angeblasen. Es kam und eines Grauer, ein fremder Ton. Fremder Ton. Und anschließend bin ich im Flur abgegangen. Im Flur abgegangen. Richtige Stimmlage. Und die richtige Stimmlage. Und er konnte dann ganz schnell sprechen. Ich konnte dann ganz schnell sprechen. Also, das ist kein Nächstenwerk. Danach wurden sie entlassen und dann danach folgte sie entlassen noch ein und dann folgte noch Strahlentherapie zusätzlich. Eine Strahlentherapie, Abfleißliberal, also 6 Wochen lang. Also 6 Wochen lang. Wann ist die beendet worden? Wann ist die beendet worden? Die ist am Montag, den 21. September beendet worden. Wie geht es Ihnen jetzt heute? Wie geht es Ihnen jetzt heute? Was schränkt Sie besonders ein? Oder was schränkt Sie besonders ein? Schränkt mich gar nicht. Man muss die Krankheit annehmen, wie sie ist. Die Krankheit annehmen, wie sie ist. Zum Zähneputzen nehmen. Zum Zähneputzen nehmen. Die Kanüle soll. Wenn man das macht, hat man kaum. Wenn man das macht, hat man kaum Einschränkung. Sie ernähren sich momentan vollständig? Ich kann alles essen. Ich kann alles essen. Alles mit Kohlensäure. Auch mit Kohlensäure. Auch hartes Essen. Auch hartes Essen. Das muss nicht probiert sein. Das muss ohne probiert sein. Ohne Probleme. Jetzt gibt es weitere Schritte, die geplant sind. Sie, was sagen die Kollegin von der Kanülenversorgung? Einen anderen Aufsatz? Vielleicht können Sie das einen anderen Aufsatz? Vielleicht können Sie das nochmal kurz beschreiben? Ja, durch die Bestrahlung. Durch die Bestrahlung ist etwas verbrannt gewesen. Etwas verbrannt gewesen. 14 und Tage, 3 Wochen lang. 14 Tage, 3 Wochen lang. Wollen wir anfangen? Anstatt wir diese Brand, anstatt dieses Brand zu nehmen. Ein Fleisch. Und wenn das gut und wenn das gut möchte, Dame von Ziehen. Versorger. Eine freihändige. Aufsatz. Aufsatz, ein freihändiges Aufsatz. Da. Macht man dann mit der die Klappe auf und zu hier und braucht auch hier die Vertrauen. Ja. Sehr schön. Ja. Vielen Dank. Dafür nicht. Vielen Dank. Dafür nicht. Also dieser Patient ist sicher er hat einen sehr günstigen Verlauf genommen. Gutes Beispiel dafür, welche tolle Stimmqualitäten man eigentlich haben kann,
auch ohne den Kehlkopf mit dieser Stimmprothese. Das funktioniert nicht bei jedem Patienten so auf Anhieb und schnell. Aber wie der Patient schon sagte, er ist den Flur auf und ab gegangen und hat dann für sich geübt. Also es ist eine Übungssache. Es ist notwendig, dass man nach der Operation bei einem Logopäden oder Sprachtherapeuten angebunden ist, der einem Tipps gibt und diese Technik einübt. Wenn man einmal den Bogen raus hat, dann ist das durch Übungen weiter zu verfeinern und eigentlich unproblematisch. Elektrolarynx hatten wir schon besprochen. Es sei noch mal darauf hingewiesen, die stimmliche Rehabilitation nach Kehlkopfentfernung ist der zentrale Punkt für die Wiedereingliederung des Patienten in das soziale und berufliche Umfeld. Es ist letztlich, es steht und fällt mit der stimmlichen Qualität und der Kommunikationsfähigkeit des Patienten. Eine gute Ersatzstimme wirkt sich positiv aus, sowohl im privaten als auch im beruflichen. Und wie ich schon sagte, Logopädie, Sprachtherapie. Was bedeutet das, wenn ein Patient eine Diagnose bekommt, Kehlkopfkrebs oder Krebs generell? Das stürzt ihn ja erstmal in eine Lebenskrise. Häufig sind die Patienten hilflos, haben keinerlei Vorbildung in dem Bereich, vielleicht über das Umfeld irgendwann mal jemanden gekannt, der was Ähnliches erlebt hat. Aber zunächst mal sind die Patienten mit viel Angst belastet und etwas hilflos, wie geht es weiter? Ne? Dann begeben sie sich hoffentlich in gute ärztliche Hände, werden behandelt und kommen dann aus dem OP mit dieser vollständig veränderten Lebenssituation. Die Kommunikationseinschränkung führt zu Frustration. Daraus ergibt sich häufig eine soziale Isolation. Nicht jeder Patient hat einen familiären oder sozialen Rückhalt, auf den er zurückgreifen kann. Es ist ihm unangenehm, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. So alltägliche Dinge wie in der Öffentlichkeit mal essen, das entfällt, weil man sich schämt, dass man vielleicht husten muss oder einem der Schleim aus dem Tracheostoma kommt. Das wiederum führt zum sozialen Rückzug. Die Patienten sind sehr damit beschäftigt, diese funktionellen Veränderungen zu bewältigen, auch das tägliche Reinigen des Tracheostomas und der Kanülenwechsel. Also da haben viele schon mit zu kämpfen. Die allermeisten Patienten sind auch schon etwas älter, sodass das Erlernen neuer Dinge auch nicht mehr ganz so leicht fällt. Ne? Hinzu kommt möglicherweise dann der Verlust des Arbeitsplatzes und oder die Arbeitsunfähigkeit, die zu einer Belastung führt. In diesem Flussdiagramm ist nochmal aufgezeigt, was so die einzelnen Phasen sind für die Patienten. Also zunächst mal, sie merken überhaupt erst, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Sie gehen zum Arzt, der Arzt äußert den Verdacht einer Diagnose, es erfolgt die Einweisung in eine Klinik. Dort wird nochmal näher untersucht. Es werden Proben womöglich genommen aus dem Geschwulst und dann wird letztlich bewiesen, ja, da wächst ein Krebs und es wird ein Therapiekonzept entworfen. Bei uns werden alle Tumoren, alle Fälle einmal in einer onkologischen Konferenz vorgestellt, wo die Fachleute auch anderer Fachdisziplinen wie der Onkologen und Strahlentherapeuten zusammensitzen und dann nach den neuesten Leitlinien die bestmögliche Therapie individuell auf den Patienten zugeschnitten erarbeitet wird. Sollte die OP dann die Therapie der Wahl sein, folgt die postoperative Phase. Das ist zu Beginn relativ heftig. Der Patient geht nach Operation eine Nacht auf die Intensivstation, wird dort überwacht. In aller Regel kann er am Folgetag dann auf eine Normalstation, auf die Peripherie. In den ersten Tagen werden die Verbände täglich gewechselt. Es werden peu à peu die Drainagen aus dem Hals gezogen, die dafür sorgen, dass nachlaufendes Blut abfließen kann.
Es wird kontrolliert, dass der Schlund, der ja vernäht werden musste, auch wirklich dicht hält. Der Patient darf nicht essen und darf nicht sprechen, auch nicht, wenn er diese neue Stimmprothese eingesetzt bekommen hat. Und dann nach 10 bis 14 Tagen wird ein Röntgenkontrastschluck angefertigt, in dem wir sehen wollen, ist der Schlund vollständig verheilt. Wenn das der Fall ist, dann wird langsam mit dem Kostaufbau begonnen. Das heißt, kleine Portionen Speise erst in recht weicher oder flüssiger Form und dann zunehmend feste Nahrung. Und wir werden das erste Mal dann die Stimmprothese anblasen, nennt man das. Also die Ventilklappe wird in die richtige Richtung gedrückt und der Patient erlebt das erste Mal, wie die Luft aus der Luftröhre in den Schlund gepresst wird. Und anschließend kann er schon mal so ein paar Trockenübungen machen und wir bitten dann die Logopäden, die bei uns im Hause sind, sich den Patienten anzunehmen und mit ihm zu üben. Und dann geht es häufig relativ rasch, dass der Patient entlassen wird oder in eine Strahlentherapie weiter verlegt wird, je nachdem. Die Strahlentherapie kann auch ambulant erfolgen. Und dann muss der Patient letztlich bereit sein, das alles auch selbst zu bewältigen. Wenn absehbar ist, dass der Patient es nicht alleine schafft, dann organisieren wir von hier aus noch einen Pflegedienst, der je nach Bedarf 1 bis 3 Mal am Tag zu ihm kommt und ihm hilft bei der Kanülenpflege, beim Verbandswechsel oder was auch immer. Es ist immer ratsam, an solch einen Eingriff eine Anschlussheilbehandlung oder, wenn das erst zum späteren Zeitpunkt erfolgen kann, eine Rehabilitation anzuschließen. Da gibt es Kliniken, die explizit auf diese Patienten spezialisiert sind und das Schlucken und die Stimmrehabilitation als Schwerpunkt betreuen. Genauso wichtig ist die soziale Wiedereingliederung. Sollten die Patienten noch in arbeitsfähigem Alter sein, dass man da schaut, der Agentur für Arbeit, dass die entweder wieder in ihren ursprünglichen Beruf zurück können oder womöglich eine Umschulung machen können. Selbsthilfe ist ein ganz großes Thema. Durch das Internet ist das sicher leichter zugänglich und besser zu finden, aber es gibt ganz hervorragende Selbsthilfegruppen. Auch wir haben hier Anschluss an den Kehlkopflosenverband, die uns eine große Hilfe sind in der präoperativen Aufklärung der Patienten. Da kommt dann jemand, der selbst den Kehlkopf verloren hat und berichtet aus seinen Erfahrungen. Da habe ich bisher nur gute Rückmeldungen der Patienten bekommen, die so einer Operation bevorstanden. Und psychisch ist natürlich wichtig, dass da eine Unterstützung besteht, einmal um die Krankheit ganz generell zu bewältigen und auch um die Alltagsprobleme psychisch zu schaffen, ne? In unserer Klinik behandeln wir viele Patienten mit Tumorleiden, nicht nur im Kehlkopfbereich, sondern auch im sonstigen Schlund. Patienten mit Lymphknotenvergrößerungen, wo noch gar nicht klar ist, wo denn der Tumor sitzt. Wir halten verschiedene Sprechstunden ab, zum Beispiel die Tumornachsorgesprechstunde, also Patienten, die bei uns bereits operiert wurden. Den bieten wir an, dass sie bis zu 5 Jahre nach der Erstdiagnosestellung sich in unserer Sprechstunde vorstellen können. Da gibt es Protokolle, nach denen wir die Nachsorge anstellen. Das ist standardisiert. Zu Beginn ist das Intervall etwas kürzer, alle 3 Monate, dann später halbjährlich und dann jährlich. Nach 5 Jahren ohne wiederkehrendes Tumorleiden gelten sie als geheilt. Genauso stehen wir auch zur Verfügung für Probleme mit den Stimmprothesen oder mit einem Tracheostoma. Dazu gibt es ebenfalls eine Sprechstunde und wir vermitteln auch gerne die Anbindung an Selbsthilfegruppen oder Kehlkopflosenverbände. Problematisch, das höre ich immer wieder von den Patienten, ist eine logopädische Anbindung in den Praxen, weil es offensichtlich zu wenig Logopäden gibt und oder auch zu wenige, die sich explizit mit den Tumorpatienten und Patienten ohne Kehlkopf beschäftigen. Wir können hier ein Erstgespräch organisieren, zumindest um mal
den Weg zu bahnen in eine gewisse Übung. Die weitere Behandlung muss dann allerdings ambulant erfolgen. Damit wäre ich am Ende meines Vortrags. Wenn Sie Fragen haben, dann würde ich Sie bitten, die jetzt über den Chat einzugeben. Ich werde das versuchen, dann nacheinander abzuarbeiten. Währenddessen will ich noch mal darauf aufmerksam machen. Also Altona ist ja in der Planung seines Neubaus. Wir hoffen, dass durch die Corona-Pandemie sich das nicht allzu weit nach hinten verschiebt. Aber das schöne Hochhaus wird wahrscheinlich nicht verschwinden. Es steht ja unter Denkmalschutz. Aber zumindest wird es ein neues Krankenhausgebäude geben. Ich glaube, 2026 war zunächst veranschlagt. Möglich wird das jetzt etwas später werden. Dann will ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir hier auch ein Robotikzentrum sind. Wir haben einen sogenannten Da Vinci-Roboter, der von insgesamt drei Fachabteilungen aktuell genutzt wird, von den Hals-Nasen-Ohrenärzten der Urologie und der Viszeralchirurgie. Auch die Gynäkologie soll bald damit starten. Das ist mal so ein Beispielbild aus dem OP mit dem Roboter am Patienten. Das ist so eine Spezialität hier bei uns. Und hier nochmal unser Bild mit den Telefonnummern und dem Kontakt. Hier kommt die erste Frage. In die Sprechstunden kann man kommen nach Terminvereinbarung. Bitte vorher einmal anrufen. Es gibt eine gewisse Wartezeit und jetzt aktuell durch die Corona-Pandemie sind wir recht restriktiv, was die Vorstellung von Nicht-Akutfällen anbelangt. Das ist durch den Senat so vorgegeben. Aber es lohnt sich in jedem Falle, einmal Kontakt zu uns aufzunehmen und nach einem Termin zu fragen. Und wir versuchen es eigentlich immer einzurichten, dass jeder Patient zu uns kommen kann. Letztlich brauchen wir nur eine Einweisung vom niedergelassenen Arzt. Ja, diese Untersuchung mit dem Endoskop über die Nase, das ist natürlich nicht sehr angenehm. Man kann durch ein Lokalanästhetikum, durch so ein Spray, die innere Nase betäuben und auch etwas abschwellen, sodass der Kanal frei genug ist und man letztlich das Einführen des Instruments gar nicht so als schlimm wahrnimmt. Und durch Atmen durch die Nase klappt dann das Gaumensegel nach vorne, sodass man hinten am Nasenrachen um die Ecke kommt und dann von oben ganz gut auf den Kehlkopf schauen kann. Ja, jetzt sehe ich keine weiteren Fragen. Ich hoffe, Sie konnten was lernen bei dem Vortrag. Und wenn Sie sagen, na, das eine oder andere habe ich nicht ganz verstanden, es wird bald möglich sein, über unsere Krankenhaus-Homepage dieses Video nochmal abzurufen. Und dann können Sie es anhalten und wieder nach vorne oder nach hinten spulen und noch mehrfach gucken. Also der Inhalt dieses Webinars geht nicht verloren. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, Sie bald mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Schönen Abend.